Hallo und willkommen zu dem, ja, Alternativpart von Beyond Two Souls. Ja, bitte nicht verwirren lassen von dem Titel dieses Parts, denn ich habe bewusst hier den Titel benannt, nach diesseits und jenseits und nicht nach der Entscheidung an sich, die ich jetzt treffen werde. Das hat einfach den ganz einfachen Grund, dass wenn jemand dieses Let's Play schaut und diesen Titel sieht, dann weiß er, wie ich im eigentlichen Spiel mich entschieden habe. Das möchte ich nicht, dass man das von Haus aus weiß. Deswegen habe ich dem Titel die beiden Alternativen in den Titel halt mit reingepackt. Wir klicken jetzt gleich auf Spiel fortsetzen. Wer nicht weiß, um was es sich hier handelt, es ist so, dass man in Beyond Two Souls am Ende zwei verschiedene Enden hat. Beziehungsweise es gibt noch ein bisschen mehr Entscheidungen. Ich habe das eine Ende ja schon gesehen. Da gibt es dann nochmal Entscheidungen, die man treffen könnte. Aber das hier ist wohl die wichtigste Entscheidung meiner Meinung nach. Und ich möchte halt auch die zweite Entscheidung zeigen, die man treffen kann. Wer es also noch nicht gesehen hat oder noch nicht gespielt hat, dem würde ich schon empfehlen, vielleicht das Let's Play noch als Ganzes zu sehen, wenn er das denn möchte. Ansonsten, wenn ich jetzt gleich weitermache, werdet ihr halt sehen, welche Entscheidung ich eben nicht gewählt habe. Deswegen jetzt Spiel fortsetzen. Wir sind jetzt hier angekommen, in dieser Zwischenwelt. Und wir haben die Möglichkeit, uns entweder hierfür zu entscheiden. Leben, fühlen, mich verlieben, ich liebe dich, Jodie. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Und wir haben die Möglichkeit, uns für diese andere Seite zu entscheiden. Die andere Seite. Eine andere Welt. Man wird zum Wind, zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. So, und ich habe mich im Let's Play dafür entschieden, in das Leben zu gehen. Einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, man lebt im Endeffekt nur einmal, aber sterben muss man ja am Ende dann doch. Und wenn Jodie sich für das Leben entscheidet, dann wird sie irgendwann sterben und in das Jenseits übergehen. Entscheidet sie sich jedoch für das Leben, für das Jenseits, dann kann sie im Endeffekt nicht mehr leben. Da ich mich für das Leben entschieden habe, werden wir jetzt hier in dieser Folge das Jenseits anschauen. Ich werde euch in die Videobeschreibung unten für die Leute, die das Let's Play nicht ganz sehen möchten, den Part packen an der Stelle, wo ich mich dann entscheide für das Leben, also den Link reinposten, dass ihr euch dort das Ende auch anschauen könnt. Sprich, wenn ihr eigentlich nach dem anderen Ende gesucht habt, könnt ihr das über diesen Link ansehen. Deswegen machen wir jetzt hier weiter und entscheiden uns für das Jenseits.
Das war es also. Die andere Alternative, die wir hätten gehen können. Es gibt eine Welt hier. Ein ganzes Universum aus Wäldern und Seen und Bergen und Flüssen. Sie umgibt uns. Wenn man ganz genau hinhört, hört man sie flüstern. Weder Himmel noch Hölle. Da ist kein Gott oder Teufel. Nur ein Ort, an dem wir weiterhin existieren nach unserem Tod. Meine Seele erforscht ihn unentwegt und doch kenne ich erst einen Bruchteil davon. Ich kann überall und nirgends sein. Ich kann mich auflösen in nichts und plötzlich wieder ganz werden. Ich verbinde meine Seele mit anderen. Oder bin so allein, wie kein menschliches Wesen es je war. All das ist möglich. Allein durch die Kraft meines Willens. Ich schaue auch weiterhin in eure Welt. Ach, wie schön. Ich wache über die, die ich liebe. Ich wünsche mir, dass sie von mir wissen, dass es mir gut geht. Sie wieder in den Armen zu halten, nur einmal noch. Ihnen zu sagen, wie sehr ich sie vermisse. Aber es muss reichen, dass ich in ihrer Nähe bin. Unsichtbar. Verborgen. Nicht mehr als ein Gedanke, der verblasst. Ach, wie schön. Er spürt sie. Er weiß, dass sie da ist. Little Princess. Ich weiß, was mal war und was kommen wird. Ich kenne alle Möglichkeiten. Ich sehe die Dunkelheit kommen. Ich muss noch eine Weile hier sein. Ich erfülle meine Aufgabe. Bevor ich gehen kann und sehe, wie es da ist. Im Jenseits. Also ist das tatsächlich nur eine Zwischenwelt, diese Infrawelt? Ach, wie schön! Alle vier zusammen! Ach, wie toll! Manchmal starre ich stundenlang einfach ins Nichts. Sehe die Bilder, die vorbeiziehen. Sie kommen immer und immer wieder. Wie ein Fernseher, der andauernd läuft. Ich weiß nicht, warum ich sie sehe. Aber eins weiß ich genau. Es ist wirklich passiert. Ach nee. Wenn ich allein bin, höre ich auf die Stimme in meinem Kopf. Sie spricht zu mir. Sie sagt, ich muss so viele Dinge wissen. Manchmal schließe ich die Augen und es ist, als ob ich fliege. Ich gehe durch Wände hindurch. Ich sehe schöne Farben um Menschen herum. Und ich entdecke weit entfernte Länder, ohne je aus dem Zimmer zu gehen. Die Stimme sagt, ich darf nichts verraten. Aber ich habe Angst. Besonders nachts, so ganz allein mit den Schatten. Ich höre Sachen, die sich umherbewegen. Seltsame Töne.
Flüstern in der Dunkelheit. Die Stimme sagt, es ist nichts und dass alles in Ordnung ist. Aber sie verrät nicht, was es wirklich ist. Und ich habe Angst zu fragen. Ich habe oft denselben Traum. Es scheint mir so real. Geräusche, Gerüche, das Licht. Tief drin weiß ich, es ist nicht nur ein Traum. Es ist wie ein Echo. Ein Echo der Dinge, die kommen. Ich muss bereit sein. Ich weiß, die Zeit wird knapp. Nur eine Sache ist absolut sicher. Ich werde nie mehr allein sein. Wow, was für eine geniale Art und Weise, diese beiden Enden doch noch auf das Gleiche hinausführen zu lassen. Das ist Hammer. Also das ist echt eine geniale Art und Weise. Das Einzige, was mich ein bisschen wundert, ich dachte, es wäre ein Junge, den sie auf die Welt gebracht hat, diese obdachlose Dame. Was ich noch sagen möchte für diejenigen, die mein Let's Play gesehen haben und die das Ende gesehen haben, wer das noch nicht hat und das jedenfalls noch möchte, sollte vielleicht jetzt hier an dieser Stelle abbrechen. Ich habe mich ja dafür entschieden, in dem Ende nicht der obdachlosen Dame oder ehemals obdachlosen Dame, nicht Cole, ich bin mir nicht mehr sicher, war es Cole? Zu folgen oder alleine zu sein. Nee, es war die obdachlose... Man hatte die Option, die obdachlose Dame alleine sein, dieser Indianerjunge oder eben Ryan. Und ich habe mich dafür entschieden, den Weg mit Ryan zu gehen. Und die Szenerie hier, wie traurig er ist und wie verletzt, lässt mich darauf schließen, dass es die richtige Entscheidung war. Ich werde nicht dieses Ende für das Leben entscheidend nochmal spielen, um diese anderen drei Optionen auszuwählen. Das wäre dann doch ein bisschen too much, weil ich müsste mich jedes Mal bis an diese Stelle hierhin spielen, ab dem Zeitpunkt, wo Jodie rauskommt nach der Mission und dann mit Ryan redet. Und dann, nachdem sie mit Ryan gesprochen hat, geht sie ja zu Nathan und lässt sich von Nathan dann eben das zeigen, dass er eben so wahnsinnig ist und dass er eben diese zwei geliebten Menschen festhält. Und ihr wisst, es ist doch ein schönes Stückchen bis zu dem Punkt, wo wir hier eben dann gestartet haben. Deswegen bitte ich das zu entschuldigen, dass ich das nicht rekonstruiere. Ich hoffe, ihr seid da nicht böse. Ja, ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ein geniales Let's Play, ein geniales Spiel. Und ein geniales zweites Ende. Es hat mir sehr gefallen, es hat mich sehr gerührt, muss ich zugeben. Und ich finde es klasse. Dankeschön nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Let's Play. Bis bald. Tschüss.